Hallihallo. Ja, ich mache auch immer wieder gerne Getränke im Thermomix und heute möchte ich einfach mal einen Melonen-Daiquiri zeigen. Den Daiquiri kann man natürlich auch mit Erdbeeren machen. Ich mache ihn jetzt mit Melone und zwar mit einer Zuckermelone. Die wird auch Piel de Sapo genannt, also so wie ja, Echsenhaut sozusagen. Ich beginne direkt, indem ich 200 Gramm der Melone einwiege. 205, okay. Dann kommt Rohrzucker dazu. Also ich nehme Rohrzucker, man kann natürlich auch normalen Zucker nehmen, mit 50 Gramm. Dann kommt Rum dazu. Ich trinke ganz gerne den Dreijährigen, so ja, Richtung Havanna Club Rum. Man kann es aber auch natürlich mit ganz normalem Rum machen, wie ein Bacardi. Ich werde auch mal schauen, wir brauchen 80 Gramm. Wie viel ich hier noch habe. Dann kommen noch 25 Gramm Zitronen- oder Limettensaft dazu. Da ich keine Limetten da habe, nehme ich Zitronen. Und mixe das Ganze jetzt erstmal für 25 Sekunden auf Stufe 5. So, um jetzt nochmal die Daiquiri-typische Konsistenz zu bekommen, packe ich noch 350 Gramm Eiswürfel dazu. Das Ganze wird dann nochmal für 30 Sekunden auf Stufe 10 richtig schön durchzerkleinern und dann habe ich richtig diese schöne Daiquiri-Konsistenz. Das zeige ich aber gleich. Ich habe jetzt hier schon zwei Gläser mal vorbereitet mit einem Stück Melone. Damit man das von der Konsistenz her auch sieht, schütte ich das einfach mal hier ein. Und kann jetzt meinen Daiquiri genießen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auch mal.